Dardelin vom Bündnis Sahra Wagenknecht hat ein Video zur deutschen Außenpolitik und zur NATO gemacht. Frieden und Diplomatie statt Krieg und Sozialabbau. Also ich finde ja generell gut, was Sevim Dardelin macht. Ich glaube auch, dass das Video hier gut wird. Ich habe es mir noch nicht angesehen. Mir wurde das tatsächlich empfohlen. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Kurz mal ein Wort zu meiner Person. Ich selbst bin kein Parteimitglied des BSW, aber ich sympathisiere mit dieser Partei, auch wegen solchen Politikern wie Sevim Dardelin, von der ich aus der Linken schon einen guten Eindruck gewonnen habe. Also ich bin wirklich gespannt auf dieses Video hier. Vielen lieben Dank. Ganz herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen, für die wirklich meiner Meinung nach wichtige Veranstaltung. Und ich freue mich auch schon auf die Diskussion im Anschluss an die Redebeiträge hier. Wie uns die USA und auch die NATO in einen Krieg treiben. Dazu habe ich 10 Thesen zur Sicherheitsbedrohung durch die NATO und die USA für diesen heutigen Abend verfasst. Wir alle erinnern uns, im Juli gab es den NATO-Gipfel in Washington, Juli 2024. Und hier auf diesem Gipfel in Washington hat die NATO endgültig jede formelle Beschränkung auf das Bündnisgebiet aufgegeben. Die NATO ist vor allem nach dem erklärten Willen der US-Administration zu einem Militärpakt mit globalem Anspruch geworden. Die NATO führt dabei sowohl einen Stellvertreterkrieg gegen Russland, vor allem in der Ukraine, und engagiert sich immer stärker neben den massiven Waffenlieferungen auch durch die Bereitstellung von eigener Ausbildungs- und auch Befehlsstrukturen, also der Bereitstellung von Befehlsstrukturen und Ausbildungsstrukturen in Wiesbaden und auch in Polen durch die Schaffung von einer eigenen NATO-Mission für die Ukraine. Dabei agieren die USA auch direkt als Führungsmacht dieses Einsatzes, etwa zum Beispiel vor ein paar Tagen gab es diese Tagung, vorgestern glaube ich, Rammstein-Format unter Missachtung des demokratischen Souveränität Deutschlands. Neben Russland. Ja, also die USA haben angekündigt, die Veranstaltung wird stattfinden und die deutsche Regierung hat gesagt, oh, es ist ja toll, dass die Veranstaltung hier stattfindet. Also die deutsche Regierung wurde nicht mal gefragt, sie durfte, wenn das in so einem Vasallenstaat halt ist, sagen, es ist ja toll, dass ihr das hier durchführen wollt, macht ruhig. Aber also selbst wenn Deutschland Nein gesagt hätte, hätte das hier stattgefunden. Das ist doch schon mal ein bemerkenswerter Vorgang. Sevim Dardelin hat auch ein Buch zur NATO geschrieben. Da war gerade eben eine Werbung eingeblendet, aber ich wollte sie erstmal den Satz ausführen lassen. Jetzt ist er nicht mehr eingeblendet, aber ja, ist ein Buch zum 75-jährigen Jubiläum der NATO. Da hatten wir uns auch ihren Talk mit, ich glaube, Florian Habeck war das, auf dem Kanal vom Westend Verlag angesehen. Also ja, ich habe mir das Buch nicht geholt. Meine Leseliste ist gerade relativ lang. Ich lese gerade das neue Buch von Michael Lüders und das von Heiner Flassbeck kommt gleich danach. Also ich habe aktuell genug zu lesen, deswegen werde ich das nicht lesen. Aber von Sevim Dardelin gibt es ja, wie wir hier sehen, auch gute Auftritte auf YouTube. Russland wird oder wurde auf diesem NATO-Gipfel in Washington zum ersten Mal auch offen China, vielen Dank, China de facto als Feind der NATO identifiziert, zum allerersten Mal. Um China herauszufordern, zielt die NATO auf eine Asienerweiterung über bilaterale Verträge, also nicht über neue Mitgliedsländer innerhalb der NATO-Struktur, sondern sie schließen bilaterale Verträge, wie es zum Beispiel auch Bundesrepublik Deutschland gemacht hat mit den Philippinen, mit Südkorea, mit Japan und anderen. Zum NATO-Gipfel waren Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea dementsprechend auch eingeladen. Und zugleich wird eine dritte Front offenbar, so nach der einen Russland, zweites China, dritte Front offenbar, an der sich die NATO durch die Militärhilfe ihrer großen Mitgliedstaaten, USA, Deutschland und Großbritannien, zu engagieren gedenkt. Die dritte Front ist der Nahe Osten. Und auch hier zieht man auf eine im Zweifel militärische Durchsetzung der US-Hegemonie und deren geopolitische Flankierung. Die entscheidende Frage aber ist, ob die NATO nicht in diesem imaginären Drei-Fronten-Krieg, wie es die US-Zeitschrift Foreign Affairs auch bezeichnet hat, in dem sie sich ja sieht, ihre Kapazitäten letztendlich überdehnt. Zwangsläufig greifen Überlegungen, die NATO-Verbündeten der USA noch stärker zur Kasse zu bitten
und das NATO-Ziel auf 3% des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Für Deutschland würde dies etwa eine Steigerung der Militärausgaben von jetzt 90 Milliarden Euro, 2% des Bruttoinlandsproduktes, auf 135 Milliarden Euro steigen. 135 Milliarden Euro. Zweitens, wenn wir uns diese Sicherheitspolitik... Ja, das ist ein ordentliches Militärbudget, würde ich mal sagen. ...politische Diskussion... Also das ist höher als das von Russland, deutlich höher. ...in den USA. Also höher als das von Russland jetzt zu Zeiten des Ukraine-Krieges. Vor Beginn des Ukraine-Krieges war das russische Budget bei ungefähr 60 Milliarden und wurde über die letzten Jahre auch immer weiter abgesenkt. Also Russland hat eher abgerüstet die letzten 10 Jahre vor Beginn des Ukraine-Krieges. Jetzt erst durch die Kriegswirtschaft sind die russischen Militärausgaben so derart explodiert. Anschauen, sehen sich die politischen Eliten in Washington in einer unmittelbaren globalen Auseinandersetzung mit China und zugleich mit den Organisationen wie den BRICS, das ist der Zusammenschluss von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die eine multipolare Welt des gegenseitigen Interessensausgleichs, Dialogs und auch der Kooperation propagieren. Die USA versuchen in der Position eines absteigenden Hegemons noch stärker als zuvor auf die Ressourcen der Verbündeten und insbesondere der europäischen NATO-Partner und NATO-Verbündeten zuzugreifen. Und deutlich sieht man das zum Beispiel an der Ukraine-Hilfe, wo insbesondere Deutschland einen Anteil an der Gesamthilfe übernimmt, der weit über seinem BIP-Anteil an der NATO steht oder auch bei den allgemeinen Kosten für die NATO, wo Donald Trump durchgesetzt hat, dass die USA und Deutschland gemeinsam den Spitzenprozentsatz zahlen, obwohl das Bruttoinlandsprodukt natürlich der USA weitaus höher ist als das der Bundesrepublik Deutschland. Am deutlichsten aber ist diese Verschiebung, dieser Kostenverteilung oder Lastenteilung, sagen Sie ja immer wieder, innerhalb des NATO-Paktes spürbar, wenn wir uns die Wirtschaftskriege der USA anschauen, denen sich ja die Europäische Union bedingungslos angeschlossen hat. Während die USA von den Wirtschaftskriegen gegen Russland und dem beginnenden gegen China jetzt profitieren, kommt insbesondere die deutsche Industrie voll unter die Räder. Kurz, die Zeche für diese von den USA angeführten Wirtschaftskriege zahlen Beschäftigte und Verbraucher hier in Deutschland. Und die Hauptlast für die Finanzierung dieses NATO-Stellvertreterkriegs liegt tatsächlich in Deutschland. Und diese Strategie ist eigentlich nichts Neues. Bereits das Römische Reich versuchte, seine Bundesgenossen und vor allem den Klientelstaaten an seiner Ostgrenze einen Löwenanteil der Militärkosten zur Durchsetzung seiner eigenen Interessen aufzubürden. Wir wissen, wie das Römische Reich und die Klientelstaaten untergegangen sind. Drittens, die NATO und auch die USA sind allerdings... Aber es hat jahrhundertelang funktioniert. Also hoffen wir, dass das bei der amerikanischen Hegemonie über Europa nicht mehr so lange dauern wird. Nicht nur in einer Überspannungskrise, sie befinden sich auch gleichzeitig in einer Legitimationskrise. Das Image der NATO... Zumal bei den östlichen Klientelstaaten, da muss man ja sagen, das Oströmische Reich hat ja nochmal das Weströmische Reich um 1000 Jahre überlebt. Also ein paar Jahrhunderte ist ja eher noch zu kurz gegriffen. Also zumindest bis zur islamischen Expansion hat das Oströmische Reich ja die meisten Ostgebiete des Römischen Reichs weitgehend gehalten, also bis ins 7. Jahrhundert hinein und Teile Anatoliens, ja, bis... Kommt jetzt drauf an, wie man rechnet. Gab ja auch verschiedene Eroberungen. Aber was ich sagen wollte, ich habe gerade gesagt, ein paar Jahrhunderte, es ist tatsächlich sogar noch sehr viel länger, wenn man sich die römische und oströmische Geschichte dann ansieht. Verteidigungs- und als sogenanntes Wertebündnis verblasst zunehmend. Wie will man auch erklären, dass man als Militärpakt etwa die Angriffskriege in Jugoslawien vor 25 Jahren und in Libyen geführt hat, und zugleich das führende NATO-Mitglied in den letzten 20 Jahren durch seine Kriege laut der renommierten US-Universität Brown 4,5 Millionen Menschen getötet hat. Aber auch die Expansion... 4,5 Millionen ist ja sogar noch die niedrige Schätzung.
Also die Schätzung, diese Range war zwischen so 4,5 und über 6 Millionen. Also jetzt haben Dardelin sogar noch die untere Range genommen dessen, was die Universität da geschätzt hatte. Strategie der NATO mittels einer sukzessiven Erweiterung an die Grenzen Russlands und Unterbruch aller Zusagen und Versprechen, die es gegeben hat. Wie auch die NATOisierung jetzt Asiens nach dieser Blaupause wecken zunehmend Zweifel an dem selbsterklärten Mythos der Verteidigung. Und was das Wertebündnis NATO angeht, müssten ja eigentlich durch die ganzen Kriegsverbrechen der NATO in Irak, aber auch in Afghanistan, die bis heute alle straflos geblieben sind, alles gesagt sein. Und noch eindrücklicher ist allerdings die Nonchalance, mit der von USA und auch der NATO über die Kriegsverbrechen der in Teilen rechtsextremen Regierung Netanjahus im Gazastreifen, wie dort hinweggegangen wird und ein Waffenstillstand im Gazastreifen trotz aller Lippenbekenntnisse weiter mit verhindert wird, obwohl mittlerweile über 40.000 Menschen dort getötet worden sind, die Hälfte davon Kinder und Frauen. Und das sind wirklich nur die Minimalangaben. Also die tatsächlichen Opferzahlen dürften noch weit höher liegen. Da Leute, die verhungert sind oder die an Krankheiten gestorben sind, in diesen Opferzahlen überhaupt noch nicht auftauchen. Oder Leute, die unter Trümmern begraben und nicht geborgen wurden. Oder irgendwelche Leute, die verschollen sind und dann auf der Flucht gestorben sind. Also da wird es ein böses Erwachen geben, wenn dieser Krieg irgendwann enden sollte und es dann eine neue Bevölkerungszählung für den Gazastreifen gibt. Also dann wird man erst die wahren Ausmaße dieses Krieges zumindest in Opferzahlen ermessen können. Naja, ja, und nochmal zu Israel. Israel kann diesen Krieg nur führen, weil seine westlichen Verbündeten, allen voran die USA und gleich danach Deutschland, es mit Waffen und Geld unterstützen. Ohne westliche Waffenlieferungen und Geldzahlungen ist dieser Krieg vorbei. Also Israel kann das nur machen, weil der Westen es unterstützt. Ansonsten hätte es diesen Gazakrieg so nicht gegeben und ansonsten würde er auch jederzeit enden. Also dieser Krieg wird geführt, weil man in Washington, aber auch in Berlin, also Deutschland ist gleich nach den USA, der wichtigste Unterstützer Israels, nichts dagegen hat. Wir können also festhalten, den USA und auch der NATO geht es um geopolitische Ziele. Eine Begrenzung auf Verteidigung oder gar eine Verpflichtung auf das Völkerrecht oder die Menschenrechte und irgendwelche Werte widerspricht eigentlich der eigenen Praxis der NATO. Viertens, in einer sich entwickelnden, multipolaren Welt ist das einseitige Ketten Deutschlands und der Europäischen Union an die Vorgaben aus Washington nichts als verheerend. Die Ausrichtung auf diese Eskalations- und auch Expansionspolitik der USA stellt Deutschland, auch was den Haushalt angeht, und heute hat die Bundestagswoche begonnen mit der Haushaltswoche. Wir werden sehen, der Haushalt der Ampel hat ein Minus, sozusagen eine offene Stelle von 12 Milliarden. Und die wissen nicht, wie sie das schließen sollen und wollen weiterhin festhalten an dem Haushaltsplan mit 7 Milliarden beispielsweise für die Waffenhilfe an die Ukraine. Was dies. Naja, aber selbst ohne Ukraine-Hilfe müsste man die Schuldenbremse aussetzen. Also unsere Wirtschaft schrumpft, die Industrie. Seit 2018 befindet sich die deutsche Industrie im Niedergang. Also 15% der energieintensiven Industrie sind weg. Der Wohnungsbau ist um ein Drittel eingebrochen. Also es ist ein einziges Desaster. Also da muss man die Schuldenbremse ausgeben und aufheben und massig Geld ausgeben. Selbst wenn die Sanktionen aufheben sollte, kommt man aus diesem wirtschaftlichen Tal nicht ohne massive zusätzliche Ausgaben raus. Und diese Ausgaben, die kann man auf Bundesebene nur durch Aufhebung der Schuldenbremse finanzieren. Jedenfalls nochmal bemerkbar macht, dieses Anketten an diese US-Vorgaben zeigt nochmal ganz deutlich, vor welchen existenziellen Entscheidungen man hier eigentlich steht. Fakt ist nämlich, dass jeder Euro, jeder einzelne Euro, der mehr für die Ukraine, die Stellvertreterkriege oder etwa in die Bestellung atomwaffenfähiger US-Kampfflugzeuge fließt, fehlt bei Gesundheit, Bildung und Infrastruktur. Ganz einfach ist das. Und hier ist der Abstieg ja auch für jeden mit Händen zu greifen. Ja, nur unter Bedingungen der Schuldenbremse.
Also Deutschland hat Leistungsbilanzüberschüsse in Größenordnung von 6 bis 8% des BIPs. Also wir leben deutlich unter unseren Verhältnissen. Also wir könnten uns deutlich höhere Ausgaben fürs Gesundheitssystem, für die Rente, für Bildung leisten. Also und das muss man fairerweise auch sagen, die USA haben uns nicht dazu gezwungen, die Schuldenbremse einzuführen. Also klar, diese neoliberale Politik, die kommt aus den USA, da gibt es einen massiven Lobby-Einfluss, aber das, ja, da sind wir Deutschen schon noch selber dran schuld. Also es gibt ja auch zahlreiche Länder in Europa, die nicht so eng an die, also die auch eng an die USA angekettet sind, aber die trotzdem eine vernünftigere Haushaltspolitik machen. Man denkt an Italien, selbst Griechenland, Frankreich. Also jedes Land steht nicht so schlecht da wie Deutschland aktuell, weil man dort wenigstens noch Geld ausgibt und dafür sorgt, dass die Wirtschaft nicht komplett abstürzt. Hier in Deutschland haben wir einen Finanzminister, der sich unbedingt an die Schuldenbremse halten will. Also das gehört auch noch dazu. Und dafür können jetzt die USA ausnahmsweise mal nichts. Diese Ausgabenprioritäten der Regierung sind dafür verantwortlich, dass jedes vierte Grundschulkind in Deutschland nicht mehr richtig lesen, schreiben oder rechnen kann. Dass die medizinische Versorgung immer schlechter wird und dass die Infrastruktur regelrecht zerbröselt. Und diese Orientierung auf die Kriegspolitik ist unmittelbar verknüpft mit einem eisenharten Neoliberalismus, bei dem die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer und vor allen Dingen zahlreicher werden. Und es auch eben für Normalverdiener immer schwieriger wird, irgendwie den Monat durchzukriegen. Die Kriegspolitik der Ampel ist auch ein Turbo für eine weitere Umverteilung zu Ungunsten der arbeitenden Familien. Und es ist besonders gravierend, dass diese Politik auch noch, wie etwa bei den Waffengeschenken an die Ukraine, die Unterstützung von Gewerkschaftsführungen wie meiner vorangegangenen Gewerkschaft Verdi beispielsweise genießt, die dadurch mit dafür sorgt. Das ist auch noch ein sehr, sehr guter Punkt, den sie hier bringt. Also der Verdi-Chef Frank Wernicke, wer es nicht mitbekommen hat, der hat sich gegen das BSW ausgesprochen, unter anderem wegen der Russlandpolitik. Also weil das BSW diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland ablehnt, der halt zu Reallohnverlusten von 5% geführt hat und den ganzen anderen wirtschaftlichen Folgen, also 2022 4%, bleiben wir mal bei den korrekten Zahlen, und den ganzen anderen wirtschaftlichen Folgen, die wir gerade schon aufgezählt hatten. Also da macht ein Gewerkschaftschef Yves Politik gegen die Interessen der eigenen Mitglieder und Parteien, die eine Position haben, die im Interesse der Mitglieder wäre, nämlich ein Ende des Wirtschaftskrieges gegen Russland, die werden von ihm dafür angegriffen. Also Frank Wernicke ist SPDler, also er missbraucht sein Amt als Verdi-Chef damit quasi für SPD-Parteipolitik. Also wenn ich Verdi-Mitglied wäre, würde mich das stören, möchte ich an der Stelle mal erwähnen, aber bin ich ja nicht. Sorgt, dass die Interessen ihrer Mitglieder letztendlich mit Füßen getreten werden. Fünftens, die Mitgliedschaft in den BRICS ist deshalb für viele Länder der Erde. Jetzt, vor kurzem, wurde bekannt, dass das NATO-Mitglied Türkei einen Antrag auf die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten eingebracht hat. Es ist deshalb für viele Länder der Erde attraktiv geworden, eine Mitgliedschaft, weil sie darin die einzige Möglichkeit sehen, sich gegen die Übergriffe der USA zur Wehr zu setzen und ihre Souveränität zu verteidigen. Und ja, die Türkei sind eng ins westliche Machtsystem eingebunden. Was viele heute nicht mehr wissen, ist, dass die Kuba-Krise auch dadurch ausgelöst wurde. Also die Stationierung sowjetischer Atomraketen auf Kuba war auch eine Reaktion auf amerikanische Raketenstationierungen in der Türkei. Und in der Türkei gab es auch einen blutigen Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und pro-westlichen Kräften, wo sich die pro-westlichen Kräfte durchgesetzt haben. Und immer wenn eine Regierung zu frech wurde, gab es dann in der Türkei Militärputsche. Also der letzte, der ist ja gegen die Regierung Erdogan gescheitert, aber das ist in der Türkei tatsächlich schon häufiger passiert, dass da Militärputsche zumindest vom Westen wohlwollend unterstützt wurden, wenn da eine Regierung gerade nicht ganz genehm war. Kehrt gilt, dass die Unterordnung unter die US-Hegemonie und die von Washington dominierten Institutionen, wie beispielsweise die Institution Weltbank oder Internationaler Währungsfonds, IWF, als eine Verschärfung der sozialen Situation im Land und eine Demontage der eigenen Souveränität bedeutet. Und es ist für Länder wie Deutschland die entscheidende Frage, welchen Weg sie jetzt gehen wollen. In einer multipolaren Welt scheint es wenig ratsam,
sich in eine Konfrontationspolitik gegenüber Großmächten einreihen zu wollen, wie beispielsweise gegen China oder Russland. Und wer dies dennoch tut, wie etwa unsere Außenministerin Frau Baerbock, der wird über kurz oder lang in der Welt im besten Falle belächelt. Im besten Falle und im schlechtesten Falle ist dann unsere Industrie weg. Deutschland ist Exportland. Wir können es uns nicht leisten, uns mit unseren ganzen Absatzmärkten anzulegen. Also um es mal ganz kühl und wirtschaftlich zu betrachten. Also der Konflikt mit Russland hat uns jetzt 15% unserer energieintensiven Industrie gekostet. Wenn wir China angreifen, dann kostet uns das noch einen wesentlich größeren Teil beispielsweise unserer Autoindustrie. Also VW wäre ohne den großen Absatz, den es in China gemacht hat, nie so erfolgreich. Und die aktuellen Probleme, die VW gerade hat, die sind auch darauf zurückzuführen, dass der Absatz von Elektroautos in China schwächelt. Also wenn sich jetzt ein Wirtschaftskrieg mit China leistet und das als Absatz mal komplett wegbräche, dann wäre es das gewesen mit unserer deutschen Autoindustrie. Und dem wird geantwortet, dass man dann lieber doch gleich mit Washington redet, statt mit dem Auswärtigen Amt in Berlin. Diplomatisch ist es verheerend, wenn man meint, Stimmt. Das hat Putin ja gesagt. Also ich brauche mit den europäischen Verbündeten gar nichts mehr zu klären. Die Entscheidungen, die werden eh in Washington getroffen. Also wenn es Friedensverhandlungen in der Ukraine gibt, dann werden die gleich mit den USA geführt. Und nicht mit irgendwelchen europäischen Hauptstädten und auch nicht mit Kiew. Gegenüber Indien oder auch China mit dem dem moralischen Lehrmeister quasi umgehen zu müssen. Jemand wie der sozialdemokratische Bundeskanzler Helmut Schmidt hätte davon einer Mittelmacht, wie wir es sind, als Deutschland, immer abgeraten, mit solchen Großmächten so umzugehen. Peinliche Selbstüberschätzungen aber pflastern den Weg in den eigenen Niedergang. Sechstens, wenn wir zurückblicken, brachte die Entspannungspolitik des SPD-Bundeskanzlers Willy Brandt nicht nur Verbesserungen für die Menschen. Nein, indem die Entspannungspolitik von Willy Brandt das Verhältnis zur östlichen Großmacht verbesserte, erstritt diese Entspannungspolitik auch Souveränitätsgewinne gegenüber den USA, die sich wiederum positiv auf die eigene internationale Position im Allgemeinen auswirken. Und umgekehrt sehen wir heute, wie Feinderklärungen von Baerbock oder Habeck an Russland oder auch an China genau das Gegenteil bewirken. Man verliert an Souveränität. Sie ketten Deutschland auf Gedeih und Verderb noch an die kleinste Entscheidung im Weißen Haus in Washington. Aber es seien diejenigen, die darin zusätzliche Sicherheit für unser Land sehen, erinnert, wie etwa die USA in Afghanistan nach 20 Jahren Krieg mit ihren Verbündeten umgegangen sind. Sie sind quasi über Nacht abgehauen und haben es allen anderen NATO-Staaten nicht gesagt. Wenn es in ihrem Interesse liegt, werden die ehemaligen Verbündeten einfach im Stich gelassen durch die USA. Und viele haben das aber eben immer noch nicht verstanden oder einfach wollen sie es nicht verstehen. Ja, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Die USA setzen ihre Interessen etwa mit den Interessen ihrer großen Konzerne durch. Und wenn dir was anderes erzählt wird von der herrschenden Politik, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du A, zu irgendeinem Krieg aufgehetzt werden sollst oder B, in einem unsouveränen Vasallenstaat lebst, der seine Bündnistreue zu einer Großmacht irgendwie ideologisch verkaufen muss. Durch und nichts anderes machen sie. Dabei wird keine Rücksicht genommen. Das könnte man ja bei der Frage zum Beispiel auch von Nord Stream mal aufwerfen, ob man Rücksicht genommen hat. Siebtens, es wird wahrscheinlich einem Transatlantiker unbegreiflich erscheinen, dass die USA bei ihrer Interessensdurchsetzung selbst damit arbeiten, einen Verbündeten unter den Bus zu werfen, so sagt man schön im Englischen dazu, wie etwa zum Beispiel bei der Panzerlieferung an die Ukraine. Die Panzerlieferungen, die einen oder anderen erinnern sich vielleicht an die Debatte Anfang letzten Jahres, ob Deutschland die Leopard 2 an die Ukraine liefert oder nicht. Diese Panzerlieferungen erfolgten immer mit der Maßgabe,
Deutschland in die erste Reihe zu schicken, um es am Ende durch sein eigenes Überschreiten der selbstgesetzten roten Linien zu einer Zielscheibe für Gegenschläge zu machen. Und man muss in diesem Zusammenhang auch die Entscheidung sehen, ab 2026 US-Mittelstrecken- und Langstreckenraketen in Deutschland zu stationieren. Diese Stationierung hat zur Folge, dass Deutschland zum atomaren Schlachtfeld wird und zugleich die Gefahr eines Atomkriegs aus Versehen wächst, weil eben die US-Hyperschallraketen die russischen Kommandoeinrichtungen anvisieren und gar keine Vorwarnzeit haben. Die Dringlichkeit also, sich mit einer... Weil man dazu sagen muss, diese Hyperschallraketen befinden sich noch in der Entwicklung. Also Deutschland hatte schon der Stationierung von Waffen zugestimmt, die sich gerade noch in der Entwicklung befinden. Also Deutschland ist quasi so ein Experimentierfeld, wie Russland das denn so findet, wenn man diese Raketen vor seine Haustür stellt. Also wie Sylvain Badelin es gerade gesagt hat, wir machen uns zur Zielscheibe. Eigenen Entspannungspolitik gegen die Ausweitung des Krieges und für Souveränitätsgewinne einzusetzen, ist überaus groß heute. Achtens, auf einem Nebenevent, das war ja ein Nebenevent des Washingtoner Gipfels, legten die USA dem Bundeskanzler Scholz diese als gemeinsame Erklärung bezeichnetes Diktat, würde ich eigentlich sagen, vor zur Stationierung von US-Mittelstreckenraketen. Möglich im Übrigen nicht, wie Bundeskanzler Scholz behauptet hat, durch die vormals einseitig gekündigten INF-Verträge durch Russland, sondern möglich durch die einseitige Kündigung dieser Abrüstungsverträge wie INF durch den US-Präsidenten Donald Trump. Es war nicht Russland, die die ganzen Abrüstungsverträge zum Steinbruch gemacht haben, sondern es waren die USA. Und wenn man sich allein die lieblose Präsentation dieser sogenannten gemeinsamen Erklärung auf der Seite der Bundesregierung anschaut, ahnt man eigentlich, wie entwürdigend alles gewesen sein muss. Müde drei Zeilen ohne Briefkopf oder diplomatischen Schmuck werden hier präsentiert auf der Seite der Bundesregierung. Wie eine Kapitulationserklärung sieht das Ganze aus. Und in der Tat hat Olaf Scholz die demokratische Souveränität Deutschlands wie auf dem Silbertablett übergeben. Nicht einmal die Form einer Diskussion, ob in der Öffentlichkeit oder im Parlament oder im Ausschuss. Abgeordnete wie Öffentlichkeit in Deutschland haben diesen Kotau von Olaf Scholz aus der Zeitung erfahren. Die Art und Weise der Präsentation verweist aber auf ein Problem, das vielen nicht bewusst ist. Dass durch den Aufenthaltsvertrag von 1954, der die Alliierten Vorbehaltsrechte ersetzte, Deutschland auf Kernbereiche seiner Souveränität verzichtet hat. Und dieser Souveränitätsverzicht erweist sich nun aber als Krux für die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland. Denn über den Einsatz dieser Waffen, dieser US-Raketen von deutschem Boden, wird eine Regierung entscheiden, die von niemandem hierzulande gewählt ist und die demokratisch für ihre Entscheidungen in Deutschland nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Es sind einzig die USA, die über diese Raketen entscheiden werden. Neuntens, aufgrund dieser Brisanz, die in dieser Raketenstationierung ist, hat sich das Bündnis Sarah Wagenknecht entschieden, diese Frage der Raketenstationierung... Ja, wollte ich gerade sagen, dank dem BSW haben wir jetzt die öffentliche Debatte. Also was eben Badelin gerade gesagt hat, der Kanzler wollte das ohne Debatte durchbringen, das ist ihm dadurch, dass das BSW das immer wieder zum Thema gemacht hat, nicht gelungen. Deswegen haben wir jetzt wenigstens in den alternativen Medien dazu eine Debatte. Vor den Ostwahlen hatten wir sie auch in den Mainstream-Medien und am meisten mit dem Tenor, wie kann das BSW es wagen, Außenpolitik zu einem Thema in den Landtagswahlen zu machen. Und ich hoffe, es ziehen auch viele Organisationen, Verbände, Initiativen mit in den Mittelpunkt, nicht nur der Landtagswahlkämpfe zu stellen,
sondern auch in Richtung Bundestagswahlkampf. Wir wollen in möglichen Koalitionsverträgen eine klare Friedensbotschaft mit verankern und wir wollen, da die Bundesregierung für Diplomatie und für Verhandlungen ja ein totaler Ausfall ist, dass die Länder, die Bundesländer im Bundesrat aktiv werden, etwa beispielsweise im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Bundesrates, um einer Volksbefragung im nächsten halben Jahr oder spätestens parallel zu Bundestagswahlen den Weg zu bahnen, damit... Das wäre genial. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die CDU auf Landesebene dazu bereit wäre. Also deswegen halte ich es auch nicht für so eine gute Idee, da in Koalitionen zu gehen. Da ist das BSW, glaube ich, eher als oppositionelle Kraft gefragt. Aber sollte das gelingen, dann wäre das krass, dann wäre das Hauptthema bei den Bundestagswahlen, alleine durch diese Volksbefragung. Die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland selbst ihre Stimme in einer so wichtigen, in einer so existenziellen Frage direkt zur Geltung bringen kann. Zum Abschluss, wer die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein bisschen kennt, weiß, dass die Beteiligung, worüber wir jetzt diskutieren seit Tagen, an Landesregierungen für NATO-kritische Parteien, wie das Bündnis Sahra Warnkirch ist, die nicht jede Entscheidung Washingtons im vorauseilenden Gehorsam mittragen wollen, sehr kritisch beäugt wird. Bei der PDS in Berlin wurden entsprechende Vorbehalte nach der Intervention des Bundeskanzlers Gerhard Schröder 2002 durch eine Pro-NATO-Präambel im Koalitionsvertrag ausgeräumt. Und wahrscheinlich war es auch förderlich, dass damals, kurz danach, nach 2005, Gregor Gysi in der US-Botschaft versicherte, so zumindest die Enthüllungsplattform WikiLeaks, dass mit dem NATO-kritischen Programm sei nicht wirklich ernst gemeint. Es wäre geschichtsvergessen zu denken, dass dem Bündnis Sahra Warnknecht nicht auch für Landesregierungen oder Länderkoalitionen ein Kotau abverlangt würde, in Form beispielsweise eines Bekenntnisses zur Westbindung. Und wenn Sie von Westbindung sprechen, meinen Sie nichts anderes als eine US-Bindung. So wird die äußerste Willfährigkeit begrifflich verbrämt und zur Raketenstationierung beispielsweise. Und es ist klar, dass das BSW diesen Kotau nicht machen wird. Nein, nicht nur das. Also man muss erstmal, also das, was Sevin Dardelen davor gesagt hat, das ist ja die Koalitionsbedingung, dass man Mittelstreckenraketen ablehnt, dass die Landesregierung ausdrücklich sagt, sie lehnt diese Stationierung von Mittelstreckenraketen ab, dass sie sich im Auswärtigen Ausschuss für Frieden einsetzt und gegen diese Mittelstreckenraketen und dass es sich für eine Volksbefragung einsetzt und dass die Landesregierung sich auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht. Das waren die Sachen, die das BSW vor der Wahl als Koalitionsbedingung genannt hatte. Wir sagen, das wäre nämlich nichts anderes als Wählerverachtung. Es braucht ein Umkehrzeichen und kein Weiter-so. Und deshalb braucht es auch ein deutliches Zeichen, auch in Form eben von Initiativen aus den Ländern, damit dieser furchtbare Krieg beendet wird. Und es braucht Mut zur Entspannungspolitik. Und allen, die einwenden, das sei heute nicht möglich. Ich komme gerade aus einer Fernsehdiskussion mit einem Kollegen von der FDP, der noch viel auf Genscher hielt, aber dann meinte alles... Ja, da haben wir drauf reagiert. Oh Gott, der Typ war so furchtbar. Also, schaut euch die Reaktion an. Also, ich habe die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und den am Schluss übersprungen und nur noch auf die Ausschnitte von Sevin Dardelen reagiert. Das wäre heute nicht möglich. An dieser erinnert, in welch schwierigen Zeiten eigentlich damit begonnen wurde, damals unter Kanzler Brandt. Dagegen waren auch damals diejenigen, denen eine Eskalation zum Weltkrieg völlig egal war, wahrscheinlich in der Hoffnung, es würde sie schon nicht treffen, damals wie heute. Und deshalb sagen wir, es braucht diesen Mut in der Entspannungspolitik nicht nur, um gut nachbarschaftliche Beziehungen in Europa wieder zu haben, zu allen Ländern Europas,
sondern diese Entspannungspolitik braucht man, um wieder Souveränität wieder zu erlangen. Vielen Dank. Von Sabine Badelin. Wie gesagt, ich hoffe, dass das BSW in den nächsten Bundestag kommt und das dann zum zentralen Thema macht. Also ich glaube, also sollen ja erst 2026 stationiert werden. Ich wollte mich jetzt gerade optimistisch äußern angesichts der Höhenflüge des BSWs, aber wir müssen realistisch bleiben. Angesichts der aktuellen Umfragewerte, AfD hat 18%, BSW hat 10%. Dann sonstige haben noch 5%, das heißt, die kommen zusammen auf 30%. Oder ein bisschen mehr als 30%, sagen wir ein Drittel. Zwei Drittel der Sitze werden dann immer noch von Parteien ausgemacht, die, ja, beziehungsweise sonstige kommen ja nicht rein. Also sind wir doch eher bei 70%. Also sind wir doch eher bei 70% der Sitze, die dann von Parteien eingenommen werden, die diese Raketenstationierung grundsätzlich gut finden. Also wir werden als nächstes wahrscheinlich einen Bundeskanzler Friedrich Merz sehen, der dann zusammen mit SPD und oder Grünen regiert. Also sind keine guten Aussichten friedenspolitisch. Also so viel Hoffnung, dass das jetzt machen mag, dass das jetzt wenigstens Thema in der Öffentlichkeit ist, dass da jetzt wenigstens drüber geredet wird und dass es Leute wie Sevim Dardelin gibt, die da ihre Stimme erheben. Aber politischen Verhältnisse, die wandeln sich leider nicht zum Guten in diesem Land. Nicht nur bei diesem Thema. Wir hatten ja auch vorhin schon den wirtschaftlichen Niedergang, brauche ich jetzt nicht nochmal aufrollen. Also, naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.